ein herzliches Willkommen und herzlichen Glückwunsch an den Academy Talk. Ein Jahr lang gibt es den schon mittlerweile, unter anderem natürlich bei Regio TV zu sehen, aber auch auf allen Kanälen von Wohninvest. Moderator Jens Zimmermann und Michele Vulcano von Wohninvest sind meine Gäste. Und Jens, ein Jahr voller toller Gäste und toller Sendungen. Auch für dich ein tolles Jahr gewesen. Ja, tatsächlich jetzt rückblickend für ein Jahr, muss ich sagen, es waren tolle Themen, es waren tolle Gäste. Leider immer nur Gäste vor der Kamera. Wir hätten auch gern Gäste neben und hinter der Kamera gehabt. So war eigentlich, sag mal, die Konzeption ausgelegt, dass wir mit Publikum das Ganze auch drehen können. Tatsächlich jetzt ein Jahr war es uns nicht möglich, das hier in der Wohninvest Academy mit Publikum dann auch aufzuzeichnen. Schade, aber dafür umso schöner dann auch die Gäste, die wir präsentieren konnten. Damit hat man am Anfang gar nicht gerechnet, dass es so eine lange Zeit ist, wo man ohne Zuschauer aufzeichnen muss. Was war denn noch so ein bisschen die Idee hinter dem Academy Talk? Was möchte Wohninvest damit vielleicht auch darstellen, nach außen zeigen? Also tatsächlich ist die Idee geboren mit Jens Zimmermann beim Gespräch. Und wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, was können wir aus unserem ganzen Netzwerk außer klassisches Business noch machen? Wir haben so viele interessante Leute, die wir kennen, sowohl aus dem Jens, seinem Fundus oder aus unserem Fundus. Ich sage, die müssen wir zusammenbringen zu irgendwelchen Gesprächen, irgendeinem Austausch, dass man einfach das Wissen auch von allen ein bisschen transportiert und gleichzeitig auch eine Community schafft. Und das ist uns, glaube ich, im ersten Jahr sehr gut gelungen. Also alle Gäste waren begeistert auch von der Show, von der Qualität der Filmaufnahmen oder des Talks, würden jederzeit wiederkommen. Uns gehen die Themen auch nicht aus, Gott sei Dank. Wir sitzen da jede Woche dran und überlegen uns neue Inputs. Ja, und die Wohninvest Academy, die lädt ja förmlich dazu ein. Das ist ja eigentlich wie ein Studio eingerichtet. Und von daher, die Location passt eben auch dazu, wie dafür gemacht. Und sehr, sehr schönes und rundes Bild. Die Academy ist ja letztendlich die Visitenkarte von unserem Haus. Und so ist sie eingerichtet und so sieht sie aus wie ein Wohnzimmer. Und wir fühlen uns ja tatsächlich wohl. Genauso sollen es die Gäste machen beim Talk. Das wollte ich gerade sagen, ihr fühlt euch wohl. Aber man hat auch immer den Eindruck, wenn man sich die Sendungen anschaut, dass sich die Gäste wohlfühlen. Und da war ja wirklich einiges dabei. Schwer ein Highlight rauszupicken, weil es natürlich auch verschiedene Themen waren und trotzdem jeweils sehr hochkarätige und interessante Gäste. Wie war es denn auch für dich, dann immer denen gegenüber zu sitzen? Ja, in der Tat. Es gibt Themen, da musst du dich intensiver darauf vorbereiten. Wenn ich jetzt an Kryptowährung denke oder künstliche Intelligenz, da hat man schon mal was gehört, aber das Wissen ist sehr oberflächlich. Da muss man dann in der Vorbereitung schon ein bisschen tiefer reingehen. Währenddessen, wenn du dich mit Sven Ulreich und Jogi Bitter über Fußball und Handball unterhältst, da musst du vielleicht nochmal ein paar Daten und Fakten genauer nachlesen, dass du da wirklich genau die richtige Zahl an Länderspielen oder Bundesligaspielen hast. Aber ansonsten läuft es eigentlich von selber. Von daher, die Mischung macht es tatsächlich aus. Wirklich tolle Gespräche, ob jetzt Theresa Enke, Verena Bentele, wir haben tolle Frauen zu Gast gehabt. Wir haben einen OB-Talk gemacht hier. Das war eine Fernsehpremiere. Es gab noch nie quasi ein TV-Duell mit vier Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Also auch das war wirklich was ganz Besonderes während der ersten 12 Sendungen Academy Talk. Und wir freuen uns, dass es weitergeht. Und die Zuschauerzahlen sprechen ja auch für sich. Das Interesse ist sehr groß. Und das freut uns natürlich ungemein. Michele, bevor wir den Blick wirklich vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft werfen, Jens hat es gerade angesprochen, es waren ja auch so ein paar Spezialsendungen dabei. Die OB-Wahl ganz vorne mit dabei, aber auch die Adventssendung, da wurde hier gekocht. Also ist das auch vielleicht so ein bisschen der Schritt in die Zukunft, dass es vielleicht nicht immer gleich aussieht, sondern dass da auch immer ein bisschen Leben drin ist? Absolut, muss sein. Wir warten, dass Publikum kommt, da wird die Interaktion ein bisschen größer werden. Das tut uns leid, dass keiner da sein durfte. Ich glaube, das Format und die Art, wie es aufgezeichnet wird, hätte Besucher verdient, und zwar reichlich. Wird auch kommen, früher oder später. Das Format, wie wir es machen, dass wir unterschiedliche Themen betrachten und sagen wir mal auch vorstellen, wird so beibehalten. Es darf ruhig Sport sein, warum nicht? Es wird eine Bundesliga-Sendung demnächst wahrscheinlich geben, zumindest als Rückblick. Es wird eine Olympiasendung geben, aber genauso geht es weiter mit Tourismus, künstliche Intelligenz, was auch immer. Also alle Themen, die interessant sind, werden kommen. Und wenn du mich fragst, weil du sagst, viele gute Sendungen, die wichtigste oder die interessanteste Sendung für mich war tatsächlich die allererste. Weil waren wir alle aufgeregt? Klappt es? Kommt es an beim Zuschauer? Wie funktioniert so ein Talk? Und das war, glaube ich, auch ein One-Taker von dir und von den Gästen. Und von dem her, ich war nach der Sendung, denke ich, okay, das Ding funktioniert. Es sind immer One-Taker, muss man dazu sagen. Ja, das war aber die erste. Die erste als One-Taker war für mich ja, er macht es öfters. Ich habe das noch nie gesehen, so hinter den Kulissen in der Form. Hat mich begeistert, war ich positiv überrascht, denke ich, okay, das dauert doch länger. Nee, ging am Schuss durch und so war jetzt jede Sendung und wir freuen uns auf die nächsten
mindestens 12 noch. Na, es wird weitergehen. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Eric Gauthier und Tim Bengel, dass sie tatsächlich für die Premierensendung auch zur Verfügung gestanden sind. Ja. Jens, der Abschluss. Was wünschst du dir für die Zukunft von der Sendung und vielleicht auch als Gäste? Gibt es einen Traumgast? Ein Traumgast? Also als Moderator hat man ja auch Vorbilder und Idole und ich durfte schon einmal Thomas Gottschalk interviewen. Das wäre tatsächlich vielleicht einmal ein schöner Gast, mit dem ich mich gerne mal ein bisschen länger unterhalten würde, als beim Sportler des Jahres ihm nur zwei Fragen zu stellen. Günter Jauch, auch so ein Moderationsvorbild, wäre vielleicht auch mal schön. Aber ja, schauen wir mal, das wären so Ideen. Und dann hatten wir auch schon immer mal uns überlegt, auch den Academy Talk auf Reisen zu schicken, vielleicht mal eine Außenproduktion zu machen, wo auch immer. Auch das wäre ein Ziel, vielleicht für die Nach-Corona-Zeit dann mal den Academy Talk on Tour zu produzieren. Also ich glaube, die Ideen gehen uns tatsächlich nicht aus. Und ja, wir würden uns freuen, wenn die Zuschauer uns weiterhin so verbunden bleiben würden. Jens, Michele, vielen herzlichen Dank und an die Zuschauer. Es darf weiter gehofft werden auf spannende Sendungen. Wir freuen uns auf die Zukunft des Academy Talks.